Hallo und willkommen zurück zu Space Engineers Survival. In der zweiten Folge des Let's Play Tutorials wollen wir uns heute um ein Fahrzeug kümmern, womit wir unsere Erze, die hier hoffentlich in der Umgebung sind, ausfindig machen können und dann gleichzeitig abbauen können. Wir wollen die Nacht noch nutzen und einige Komponenten schon mal für unseren Fahrzeugbau in die Produktion geben. Ein bisschen Stahlplatten und interne Panzerung. Und können uns jetzt, ich denke mal, wir werden hier unser Fahrzeug bauen. Dafür mache ich erstmal die Leiste hier mit einem Rechtsklick weg. Das Fahrzeug soll ziemlich einfach werden, deswegen brauchen wir nicht so viel Komponenten. Wir brauchen auf jeden Fall ein Cockpit, eine Batterie, ein Gyroskop, einen Erzdetektor und wir brauchen auf jeden Fall die beiden Reifen, ein Frachtcontainer, falls wir Erz finden, können wir es auch direkt einladen. Licht brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das soll es fast gewesen sein. Wir nehmen noch das Fahrwerk mit, um das Fahrzeug zu bauen. Und dann starten wir. Nun können wir starten mit unserem Fahrwerk. Das lassen wir einfach auf unseren vorher platzierten Block fallen. Dieser ist eingerastet, das hat schon mal gut geklappt. Packen hier ein paar Blöcke oben drauf. Dann haben wir ein bisschen Platz zum Bauen. Und fangen an mit unserem Cockpit. Ich glaube, diesmal für ein kleines Erkundungsfahrzeug möchte ich mit dem Kampfschiff-Cockpit starten. Aber ich sehe gerade, hierfür brauchen wir noch Herstellungskomponenten, die wir uns jetzt nochmal holen. So, die Komponenten haben wir geholt und können unser Fighter-Cockpit platzieren. So, da haben wir den schon mal. Werden jetzt direkt dahinter unsere Batterien platzieren. Ja, machen wir so. Dann brauchen wir noch den mittleren Frachtcontainer, wofür wir interne Panzerung brauchen, die wir vorhin nicht mitgenommen haben. Die holen wir uns nochmal schnell. Da haben wir sie. Und dann können wir unsere Frachtcontainer platzieren. Lieber ein bisschen höher. Ich glaube, das sollte für den Anfang reichen, bis wir uns ein vernünftiges Minenschiff bauen können. Dann brauchen wir noch ein Gyroskop. Das platzieren wir hier. Einen Erzdetektor, den platzieren wir hier und dann und das werde ich jetzt nun erstmal aufbauen, damit ihr auch einen kleinen Überblick habt, wie es denn wirklich aussieht und werde noch ein paar Stahlplatten, ein paar Panzerungsplatten einfügen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Grundgerüst steht. Wir haben bis auf die Batterien alles gebaut und die beiden Batterien werden wir jetzt noch einmal bauen, genauso wie den Erzdetektor. Für den Erzdetektor können wir aber praktischerweise den aus unserem Starterschiff nehmen. Den holen wir uns einmal und packen diesen auf unser neues Fahrzeug. Und dann laufe ich jetzt noch ein paar Mal hin und her und hole die Komponenten von den Batterien. Die müssten mittlerweile fertig sein. Laufe noch ein paar Mal hin und her. Wie ihr gesehen habt vielleicht, haben wir nicht mehr das Fighter-Cockpit, sondern das ganz normale Cockpit. Denn wie ihr hier sehen könnt, braucht das Fighter-Cockpit Metallgitter. Die können wir ohne Kobalt aber nicht herstellen. Deswegen haben wir darauf verzichtet. Und haben erstmal ein neues Cockpit, das Standard-Cockpit eingebaut. Vielleicht platzieren wir dort auch noch ein neues, beziehungsweise ein Fighter-Cockpit. Aber vielleicht weicht dieses Fahrzeug eh sehr schnell.
wenn wir uns ein vernünftiges Minenschiff bauen können. So, die letzte Batterie ist auch aufgebaut. Jetzt benötigen wir noch ein paar Lichter. Dazu holen wir uns mal ein paar Herstellungskomponenten. Haben wir sogar noch dabei. Das ist gut. Dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Scheinwerfer. Hierfür nehmen wir aber nicht diesen Scheinwerfer, den Standard-Scheinwerfer, sondern wir haben hier noch eine kleine Mod. Ein High-Power-Spotlight. Das hat einfach eine wesentlich weitere Reichweite. Wir können das ja mal hier und das normale hier platzieren. Dann sehen wir auch auf jeden Fall den Unterschied. Dann holen wir uns nochmal die letzten Komponenten hierfür. Können wir nicht alles... Die ganzen Sachen brauchen wir nicht mehr. Wir haben nicht genug Eisen. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen Eisen. So, wir haben unsere beiden Scheinwerfer gebaut. Und jetzt gucken wir mal im Bedienfeld nach dem Scheinwerfer. Der verbraucht 200 Watt bei 120 Meter. 120 Meter ist okay, aber durch die Space Just Got Real Mod ist es natürlich sehr, sehr dunkel. Und deswegen würde ich es lieber vermeiden, irgendwelche Klippen runterzustürzen. Deswegen haben wir hier das High Power Spotlight, ebenfalls eine Mod. Das verbraucht natürlich schon 800 Watt, das ist natürlich schon eine Menge mehr, hat aber standardmäßig 240 Meter, kann aber bis 480 Meter scheinen. Das ist natürlich wesentlich besser als der normale Scheinwerfer. Dann bauen wir den hier wieder ab. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen aber noch ein paar Umgebungslichter. Da nehmen wir uns keine Ecklichter. Wir wollen die nochmal leuchten haben. Setzen hier eine hin. Und hier eine hin. Die Herstellungskomponenten dafür habe ich auch direkt mitgenommen. Und können hinten noch zwei oder eine Lampe, glaube ich, lieber platzieren. Da haben wir hier die... Wo sind sie denn? Die versetzte Leuchte. Die setzen wir hier auf den Block. Und das sollte es fast schon gewesen sein. Wir gucken noch einmal. Unsere beiden Innenbeleuchtungen, die setzen wir auf vollen Radius. Und machen sie nicht ganz so intensiv, vielleicht auf 3. Die versetzte Leuchte kriegt einen nicht so großen Radius, wesentlich weniger Intensität. Und wir machen sie dafür rot. Dann haben wir eine Rückleuchte. Vielleicht ist das noch zu viel rot sogar. Nehmen das noch ein bisschen raus, noch ein bisschen die Intensität raus. Haben also ein kleines Rücklicht, bisschen mehr Radius. Und das sollte es für unser Fahrzeug auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen sein. Jetzt haben wir das natürlich gebaut im standardmäßigen Space Engineers Grau. Das wollen wir natürlich nicht. Hierfür drücken wir P und können hier entweder eine nutzerdefinierte Farbe auswählen. Oder wir können uns hier selbst eine Farbe erstellen. Das ist auch einfacher zu sehen, wenn ich einen Block in der Hand habe. Dann können wir hier die Farben und die Muster frei wählen. Wir gehen auf jeden Fall, würde ich sagen, mit einem Blau. Und nehmen das einmal. Wir können jetzt mit der mittleren Maustaste die Blöcke alle einzeln färben. Es würde aber viel zu lange dauern. Deswegen können wir Steuerung und Umschalt drücken. Und dann die mittlere Maustaste. Und somit wird das gesamte Grid gefärbt. Wir nehmen uns noch schwarz. Da die Reifen Subgrids sind, also weitere Grids, nehmen wir die Felgen, machen wir einfach schwarz. Einfach mit mittlerer Maustaste. Und das sollte unser Fahrzeug jetzt erstmal sein, um nach Erzen zu suchen.
Wir werden noch einmal den Erzdetektor auf den vollen Radius von 50 Metern setzen. Machen unser Licht wieder an. Und können jetzt unser Fahrzeug abbauen. Bevor wir das aber machen, nehmen wir unser Cockpit, nehmen die Handbremse, da ist sie. Ziehen die direkt mal an, damit unser Fahrzeug gleich nicht wegrollt. Nicht die sauberste Landung, aber es steht. Ich habe die Reifen auch noch nicht eingestellt, wirklich. Nee, das passt nicht wirklich. Die stelle ich ein, dafür gibt es ja bereits ein Tutorial, das könnt ihr euch gerne angucken, wie man die Reifen richtig einstellt. So, die Reifen sind eingestellt. Nur so, dass unsere vordere Achse lenkt und nicht die hintere. Ich weiß noch nicht, ob wir das mit den 5x5 Rädern so lassen. Das sieht auch sehr merkwürdig aus, aber für ein Erkundungsfahrzeug ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und da die Sonne jetzt langsam auch aufgeht und das Fahren dadurch wesentlich sicherer wird, würde ich sagen, wir erkunden einfach mal die Gegend und gucken, was wir alles so finden, welche Erze, ob wir überhaupt hier in der Nähe was Vernünftiges haben. Und dann suchen wir erstmal ein bisschen. Das war natürlich jetzt ziemlich glücklich, dass hier gleich am Anfang Eisen liegt. Hier werden wir GPS Eisen schreiben. Dann haben wir einen Eisenmarker und dann gucken wir doch nochmal weiter, was wir sonst noch so finden. Silizium. Silizium ist auch schon mal gut. Hier setzen wir uns direkt unseren Marker mit Sili und fahren erstmal weiter berghoch, auch wenn es ziemlich gefährlich ist mit dem Fahrzeug. Es ist wirklich nur ein kleines Erkundungsfahrzeug. Fährt sich auch ehrlich gesagt nicht besonders gut. Da müssen wir dringend nochmal was an den Reifen machen, aber für erstmal sollte das gehen. Da haben wir schon ein Gegnerschiff. Aber 5,6 Kilometer sollte auf jeden Fall genug Abstand sein. Und dann gucken wir nochmal nach ein paar Erzen. Gerade noch gerettet. Das war knapp. Da habe ich wieder zu doll die Handbremse gedrückt. Ich habe einen Nickelmarker gesehen und wollte schnell anhalten. War keine gute Idee. Nickel ist da unten. Gucken wir hier mal. Da. Nicht der beste Spot zum Abbauen, aber auf jeden Fall haben wir Nickel gefunden. Leider habe ich kein Eis gefunden. Das ist quasi so die vorletzte Ressource, die mir fehlt, mit Magnesium noch. Aber damit wir uns eine vernünftige Basis und eine vernünftige Energieversorgung bauen können, haben wir auf jeden Fall erstmal die ersten Ressourcen da. Wir sind wieder zurück bei unserem Eisenmarker und werden den Silikon- und Nickelmarker einmal ausblenden. Denn wir werden jetzt erstmal ein bisschen Eisen uns abbauen. Dazu packe ich noch mal ein bisschen um, damit wir gleich vernünftig ausladen können. Das sollte in Ordnung sein. Und dann können wir uns hier, haben wir 33 Meter zu Eisen und Kobalt. Das ist natürlich sehr praktisch. Das, gerade noch von gesprochen, dass uns noch Magnesium und Eis fehlt und natürlich auch Kobalt. Und da machen wir direkt, nee, wir machen keinen neuen Marker, wir nehmen unseren alten Eisenmarker und schreiben da auch noch Kobalt rein. Das ist schon mal gut, das ist ein guter Start
für eine Basis. Dann können wir uns auch ein paar Frachtcontainer bauen. Aber wir fangen erstmal an mit dem Eisen. Da unten haben wir es. Und werden uns dann hier ein bisschen spiralförmig reinbauen. Wenn es denn gehen würde. Der Handbohrer ist manchmal sehr speziell. Das hat schon mal nicht gut geklappt. Dann benutzen wir unseren Jetpack und gehen direkt zum Eisen runter und liegen die Zeit dann. Auch wenn wir nicht viel Eis haben. Wir sind auf Eisen gestoßen. Das ist schon mal gut. Und dann können wir jetzt mit dem Abbau beginnen. Das werde ich euch natürlich rausschneiden, weil das nicht wirklich spannend ist. So, wieder bei unserer Basis angekommen. Versuche ich hier gerade noch einigermaßen rückwärts ranzufahren, damit wir unser Fahrzeug ausladen können. Fuel critical. Jetpack haben wir auch fast keinen mehr. Da wir noch keinen Wasserstoffgenerator haben, muss ich weiterhin diesen nutzen. Ich habe auch nicht mehr viel Eis, 199, darum müssen wir uns dringend kümmern. Aber mit Kobalt und Eisen jetzt, ist auf jeden Fall nicht schlecht geparkt. Mit Kobalt und Eisen haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Start. Werden das jetzt alles einladen und das raffinerieren lassen. Wir können uns auch noch kein fliegendes Schiff bauen. Von den Komponenten her, mit Kobalt können wir es natürlich, aber das sollte aufgrund der Energieversorgung, um die wir uns in der nächsten Folge kümmern werden, wird es sehr schnell der Spaß vorbei sein. Vielleicht können wir ein, zwei Flüge machen und dann ist die Energie auch schon leer. Ein bisschen Gestein habe ich auch noch mitgenommen für Nickel und Silizium. Und dann lassen wir das jetzt erstmal raffinerieren. Und ich würde sagen, wir parken unser Fahrzeug mal ein bisschen weiter weg noch. Das sollte reichen. Nicht, dass wir da reinfliegen gleich mit dem Jetpack. Und gucken mal, was unsere Batterie sagt, wenn die Raffinerie verläuft. Immer noch aufgeladen in 2 Stunden. Wir haben mehr als genug Energie. Die Windturbinen laufen. Und wir wollen aber noch einen großen Solarturm bauen. Ich denke mal irgendwo hier vorne. Und ich würde sagen, da wir jetzt einigermaßen Materialien haben und ich würde sagen, wir lassen auch das Gestein zuerst und dann das Eisen raffinerieren. Dann können wir uns erstmal um den Ausbau unserer Basis kümmern. Okay, ich habe mich jetzt für eine Planänderung entschieden, da das mit dem Handbohrer einfach viel zu lange dauert. Den groben Anfang habe ich auf jeden Fall schon mal. Die Batterie wird später noch woanders hinkommen. Aber mit dem Handbohrer dauert es einfach viel zu lange. Und deswegen, und weil wir ein bisschen Kobalt haben und auch einigermaßen überschüssige Energie, können wir uns jetzt einen kleinen Bohrer bauen, der ferngesteuert wird, auf dem wir drauf sitzen, aber so klein wie möglich ist, damit er in diesen kleinen Raum hier passt. Und dafür starten wir jetzt einfach mal. Machen dazu die Leiste hier weg. Wir brauchen eine Batterie, eine Fernsteuerung. Wir brauchen auf jeden Fall Triebwerke. Dann nehmen wir hier die Sci-Fi-Triebwerke. Dann brauchen wir eine Antenne. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Lichter. Wir brauchen natürlich einen Bohrer. Ein Gyroskop. Licht haben wir, Gyroskop. Ein Verbinder zum Aufladen brauchen wir auf jeden Fall. Batterie. Ich habe bestimmt was vergessen, aber das sehen wir gleich. Fahrwerk brauchen wir auf jeden Fall noch. Und damit sollten wir starten können. Dann fangen wir mal an, das hier vorne zu bauen. So, das Fahrwerk ist eingerastet. Und nun wir unsere Batterie darauf. Das passt nicht. Das ist mittig, das ist besser. Dann packen wir unseren Bohrer hier vorne hin. Dann einen Sitz
Hinter den Sitz bauen wir die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung hat hier mit diesem Punkt, das ist quasi immer die Fahr- oder Flugrichtung. Deswegen bauen wir sie so nach vorne. Dahinter kommt der Verbinder. Den bauen wir hier zum Aufladen. Weil viel Akkuleistung werden wir auf jeden Fall nicht haben durch die Batterie. Dann bauen wir noch eine Antenne. Gyroskop. Und bis auf Lichter haben wir dann eigentlich alles. Triebwerke. Und da würde ich sagen, bauen wir, wenn ich die Rotation hinkriege, hier zwei für den Schub nach oben. Es würde auch reichen, wenn man vielleicht ein Triebwerk in jede Richtung, außer vielleicht den Schub nach oben baut. Aber so bin ich etwas manövrierfähiger und ich kann mich ein bisschen besser navigieren in den engen kleinen Tunnel, den wir nachher bauen. So. Jetzt brauchen wir noch seitwärts. Dazu drehen wir uns einmal. Einmal so. Und jetzt haben wir keinen Platz für die andere Richtung. Aber das machen wir dann, wenn wir das Fahrwerk entfernen. Ziemlich kompakt. Und das schweiße ich jetzt erstmal zusammen. Die letzten Energiezellen sind fertig. Die nehmen wir uns jetzt mit. Ich habe das Ganze zusammengeschweißt. Noch ein Licht oben drauf gesetzt. Und nun geben wir dem Ganzen Energie. Und in der Theorie sollte unser Schiff jetzt fliegen. Dazu entfernen wir hier das Fahrwerk. Zu wenig Kraft nach oben. Aber das können wir auf jeden Fall erledigen. Müssen wir noch ein bisschen minen. Aber wir bauen einfach hier noch Triebwerke dran. Ah, ich hatte auch nur eins. Ja, vielleicht reicht das ja dann. Nehmen wir das mal weg. Gucken, ob wir die Komponenten zusammen haben. Nein, haben wir nicht. Die Batterie brauchen wir auch nicht mehr. Die ganzen brauchen wir auch nicht mehr. Aber das sieht schlecht aus. Uns fehlt Nickel. Dann werden wir noch etwas Stein besorgen. So, der letzte Motor. Und dann können wir gucken, ob wir fliegen können. Wir haben natürlich wirklich zu wenig Gestein noch. So, das sollte reichen. Und das packen wir hier rein. Ziehen das vor das Kobalt. Und der letzte Motor ist gebaut. So. Fertig. Jetzt könnten wir das Ganze nochmal versuchen. Dazu gehen wir in unseren Sitz, damit wir die Third-Person-View aktivieren können. Drücken K und haben hier unseren Fernsteuerungsblock. Den benenne ich jetzt nochmal um, damit er auf jeden Fall immer oben steht dann. Und sollten wir hier auf Steuerung gehen und die Trägheitsdämpfer aktivieren, sollten wir fliegen können. Und dazu können wir dann jetzt, wenn es passt, es könnte sein, dass ich jetzt einige Stahlplatten da unten kaputt mache. Das wird zu eng. Müssen wir da noch ein bisschen was wegnehmen. Dazu nehmen wir uns den Bohrer hier rauf. Nein, Werkzeugblock, nehmen wir uns den Bohrer hier rauf. Packen auch nochmal den Verbinder mit Entriegelung umschalten drauf. Sorgen dafür, dass unser Licht ein bisschen stärker ist. So, jetzt können wir auch was sehen.
Das könnte schon gereicht haben. Das sieht gut aus. Eng, aber passt. Und nun haben wir eine wesentlich effektivere Methode, unsere Basis aufzubauen. Beziehungsweise und den Berg auszuhöhlen. Das geht einfach viel, viel schneller als mit dem Handbohrer. Und da werde ich jetzt erstmal ein kleines Loch hier reinmachen. Und dann werden wir unsere Basis erweitern. Beziehungsweise vielleicht sogar komplett neu aufbauen. So, unser Schiff lädt auf. Und das nur sehr langsam. 21,6% ist nicht viel. Darum werden wir uns in der nächsten Folge kümmern mit einem Solarturm, der hier an der Seite rauskommen wird. Hier haben wir schon ordentlich was weggeschafft mit dem kleinen Minenschiff. Es ist natürlich super, das geht super schnell. Und hier soll nachher unser Fahrstuhl hinkommen. Und hier möchte ich eine Treppe nach unten bauen. Und hier drunter dann, oder vielleicht auch in die Richtung, unsere ganzen Gerätschaften und Frachtcontainer einpacken, damit sie besser geschützt sind als hier ganz am Anfang. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo da, kommentiert gerne, was euch gefallen hat, was ihr gerne noch sehen wollt, und wir sehen uns beim nächsten Mal.